Soll ich eigentlich auch eine Fackel auf dem Balkon machen? Nee, ne? Ich weiß nicht. Warum nicht? Frag mich, was ich hier mache. Was machst du hier? Warum hast du gefragt? Gefällt mir nicht besonders. Kann halt nur 120 tragen. Das ist quasi meine Grundausrüstung. Nur an die Leiter. Ja, willst du noch irgendwo Fackeln haben? Sonst packe ich die erstmal in die Kiste. Jetzt zur Seite. Aha. So, und jetzt da oben noch. Was war denn das? Nein, danke, ich brauche mehr brauche ich nicht. Ah! Hab's geschafft, drauf zu landen. War gar nicht so einfach. Ich schaff's so gerade von unserem Turm bis zum Stacheldraht zu fliegen, dann hat er keine Ausdauer mehr. Ist ja ein guter Fang, nein. Ja. Kannst du mich auf dem Balkon abholen? Achso, du fliegst. Ah, du kannst mich wahrscheinlich eh nicht tragen, vergiss es. Wie um alles in der Welt soll man denn dieses Loch hier zumachen? Das um den Schornstein oder welches? Ja, das auch. Ich dachte, du hättest wenigstens ein bisschen drauf geachtet, Julian. Hm? Extra ein Iguanodon-Weibchen gezähmt, damit dein Prinz einen Partner hat, aber dein Prinz ist leider auch ein Weibchen. Das ist mir aber egal, ob das ein Weibchen ist. Ich nenne die so, wie ich das für richtig halte. Hast du etwa was gegen homosexuelle Dinosaurier, Tim? Nicht. Aber das muss in meiner Eiplanung halt berücksichtigt werden. Aber jetzt hat Julia mich aber überholt. Was könnte ich denn mal Gutes bauen hier? Echt, hab ich dich überholt. Ja. Oh, Nick. Die Sättel brauchen wir gerade noch nicht.
können natürlich einfach schon mal Sättel machen. Aber dafür bräuchte ich eigentlich einen Dino, mit dem ich farmen gehen kann für die Sättel. Darf ich mir dann Raptor ausborgen? Aber ja. Und er ward nie mehr gesehen. Ja, so in etwa. Warum? Warum geht das jetzt hier nicht? Das ist jetzt zu weit weg. Alle anderen waren in Ordnung, aber das nicht. Was egal. Hier sollten wir noch was Cooles machen, finde ich. Ich mache die ganze Zeit super coole Sachen. Ja, aber ist nicht so actiongeladen. Weil wir können gerne noch irgendwo was mal zusammen machen. Wo seid ihr denn überhaupt? Ich bin im Haus. Ich stell die ganze Zeit Munition her für unsere Gewehre. Wir haben ja 16 Schuss. Oh. Dazu muss ich aber erst Spark Powder herstellen, um dann Gunpowder herzustellen und dann Kugeln herzustellen. Ja, ich sammle Leder. Nicht zurück. Ja, dann lass mal was starten, was cool ist. Ja, ich meine, ich habe ja gerade gesagt, was für Sättel ich alles kann. Irgendwas davon können wir bestimmt auftreiben. Oder halt einfach Kriegsgerät-Dino-mäßig für uns wieder. Muss man dann noch das Dach inspizieren? Hast du jetzt doch den Ofen abgerissen? Ja, musste ich. Was hat der dir nur getan? Er hat mich aufgehalten. Er war mir im Weg. Also hier schmelzen noch 280 Metall und hier noch 250. Das können wir parallel anlassen. Ja. Und ich bin auch auf dem Weg zurück. 300 Leder habe ich dabei. Ich hab mir erstmal alle Fackeln wieder aus, ey. Ich muss mal kurz mit dem Fieder hochfliegen. Weil ich kann mich nicht bewegen. Ja, soll ich da, der kann ja gar nichts. Ja gut, ich bin auch komplett voll mit diesem Shit. Was ist mit unserer Lederkiste passiert? Leder ist jetzt hier bei den Schränken. Ach da. Sehr schön.
Und Gammelfleisch. Auch eine eigene Kiste. Ich weiß nicht, wer die gemacht hat, aber es schien eine gute Idee zu sein für denjenigen. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Tyrannodone, damit wir mal ein bisschen was machen können. Dass man auch mal schneller woanders. Adler können wir eh noch nicht fliegen. Nee, genau, aber. Ja, eigentlich brauchen wir drei Tyrannodone, weil meiner ist ja jetzt auch nicht wirklich brauchbar. So, ich habe hier unten mal noch ein viertes Bett in die Reihe gepackt. Wenn wir ja bald einer mehr sind, eventuell. Vielleicht sind ja sogar zwei. Ich finde, wir können. Also, ich habe jetzt extra schon so eine Abflugplattform hier oben drauf gemacht. Entweder das oder wir bauen noch eine Balliste oder sowas da drauf. Die einmal abzufeuern alle unsere Ressourcen kostet. Und dann wäre ich, soweit fertig mit dem Haus. Erstmal. Amp ist halt ein bisschen klein, aber das erste reicht das. Ja, du siehst ja, die eine Ecke konnte ich dann noch nicht mal was machen, weil er mir erzählen wollte, dass da keine Foundation drunter ist. Ja, da gibt's ein paar Tricks. Vielleicht kann ich da gleich nochmal gucken. Na dann, Mama. Also ich wäre dafür, ein paar Flugdinos vielleicht für jeden zu zählen. Sollten wir unsere Sättel einpacken? Dann brauchen wir auf jeden Fall. Ja, ich nehme meinen Sattel so wieder mit von dem Vieh, was hier irgendwo rumsteht. Das ist dann auf jeden Fall Reserve für Notfälle. Wo ist denn mein Sattel? Den hatte ich hier irgendwo reingepackt, ne? Da ist er. So. Müssen wir nur gucken, wie wir am besten reiten. Da hinten ist einer. Ah, wir brauchen noch Bollas, ne? Am besten. Ich glaube, ich habe noch 5, habe ich noch. Ja, ich nicht. Ich habe auch keine mehr. Bollas kann man sich aber auch. Oh, ich habe keine Nackenpfeile mehr. Ah ja, nur noch 11. Da habe ich noch ein paar, aber nicht genug. Um die nochmal durch 3 zu teilen. Stellen wir einfach mal schnell noch ein paar her. Ich sehe leider nicht, welches Level der hat. Ja, eigentlich bräuchten wir endlich mal Kristalle für Fernrohre. Das wäre ganz geil. Ah, jetzt ist er am Boden. Gucken wir mal, was der für ein Level hat. 80. Oh. Das ist schon ganz nett. Was, ja. Nach dem 10 ist der dann 100 oder so. Hier so ein bisschen vorbereiten. Müssen wir dann noch eben. Mach noch fix ein paar Pfeile. Ja, genau. Ich auch. Schon weggeflogen wieder? Ja, jetzt kreist er schon wieder hier oben. Warte, stehst du neben mir? Dann nimm mal hier 30 Stück. Ja. Fleisch habe ich, Wasser habe ich. Ich habe auch noch einiges oben in den Kühlschrank gepackt. Oh, hier unten ist auch noch ein bisschen Terrain, aber einen Sattel habe ich. Ich habe doch gerade noch ein Dillo. Wo ist der denn jetzt hin? Ist halt die Frage, ob ich auch noch einen Iguanodon-Sattel mache für meinen, damit wir alle reiten können. Etwas reiten können, was einigermaßen schnell ist. Julian, kannst du einen Iguanodon-Sattel bauen? Ja, ich habe den für meinen auch gebaut. Ja, kannst du mir auch noch einen bauen, weil dann können wir halt Raptor und ja, der braucht nur ein bisschen Holz und ein bisschen Leder, der braucht nicht viel. Ich will bestimmt nicht auf Prinz Puh hinter euch her. Lass ich lieber. Ja, wollen wir den hier schon nehmen? Zumindest einer, den 80er? Beweg dich, warte. Ich bin jetzt halt noch zu Fuß unterwegs gewesen, weil ich erstmal hier ein Stück rausgelaufen bin. In welcher so, ich dachte, du bist noch hier und baust mir jetzt den Sattel. Ja, dann komme ich auch zu Fuß hinterher.
Ne, der blöde Flugsauer ist auch schon wieder weg, oder? Ah ne, da vorne ist er. Der Nach ist Westen, oder was? Ach, da vorne bist du. Ja, hier, das ist der hohe, der 80er, mit den grünen Flügeln und der rote. Jetzt ist er hier in die Bäume geflogen, jetzt sieht man den nicht mehr. Doch, da ist er. Da oben? Ja, hier oben ist er. Fällt der runter, wenn man den Ball hat? Ja. Ja, man muss ihn aber auch treffen, aber der landet ja auch gleich. Ich glaube, das ist einfacher, wenn er am Boden ist, ihn zu treffen, oder? Ja, ja, die haben halt auch Ausdauer ganz normal und wenn die halt fertig sind. Da ist er, jetzt ist er am Boden. Nee, noch nicht. Und die haben echt wenig Leben, also. Langsam schießen. 4, 5 Pfeile müssen reichen von der Armbrust. Ich sehe ihn nicht mehr. Seid ihr am Land oder auf der Insel? Ein Stück rein, einen Berg hoch, da ist er gerade hingeflogen, aber ich habe ihn verloren. Hier vor lauter Bäumen sieht man halt nichts. Hier sind nochmal diese Ruinen. Ich glaube, das sind die Senden, die wir schon mal gesehen haben, ne? Ja, da ist die offene Kiste. Ich sehe ihn nicht mehr, er ist weg. Ich sehe euch nicht. Was ist das da vorne? Was ist das? Na, hier ist noch einer. Ich glaube, das ist so ein Federvieh da hinten. Julian, ich habe die Kiste. Ja, Kompis. Schon gesehen. Also gefunden. Achso, so weit waren wir aber nicht. Ich bin jetzt wieder am Strand, weil hier kann man die am besten sehen, finde ich. Ja, ich war auf der anderen Seite von einem großen Federvieh. Ich komme jetzt auch zum Strand. Ja, da sehe ich dich doch. Tut sich gut, ich bin nicht schon wieder am Verdursten. Oh Gott, wo ist Kollerina? Ach da. Piranha. Wow, 150. Danke, lieber Vogel, dass du mir den 150er Piranha da weggeklaut hast. Da landet einer hinter dem Stein. So, und der Kalimus. Was ist mit dem, der hier direkt über dem Fluss ist? Hier ist auch noch einer. Hier sind noch 2, 3, 4. Hier ist ein Bibernest. Ja, ich weiß, da war ich gerade auch schon. Hier, lande mal, du Pappkopf. Ich sehe nicht, welches Level der hat. Ich oder so? Hm? 120 oder so, auf jeden Fall dreistellig. Okay. Der direkt über uns? Dann bollern wir den mal, wenn er am Boden ist, ne? 20, nicht 120. Oh. Dann, wieder weg, damit. Hier ist noch einer. Der kommt auch gerade runter. Also 50 mindestens wäre schon ganz nett. Komm schon. 15. Und der? Lande. Lande, du Penner. Der ist 15 auch. Der einzig hohe, den ich jetzt gefunden habe, war der 80er da hinten, aber der ist halt im Wald irgendwo abgetaucht. Da kommen Kompis auf euch zu. Holen, ach da. Fickt euch! Oh, hier ist so ein Albatros am Boden. Welches Level hat der denn? Ah, den können wir eh noch nicht reiten, ne? 25. Ja, die sind auch ziemlich cool.